Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Und ich bin angekommen im Kapitel 5 Genetik, und zu dem Kapitel muss man sagen, der Inhalt des Buches ist fragwürdig. Kapitel 5 ist nur noch fragwürdig. Es steht teilweise so dermaßen nur noch Blödsinn drin. Das geht auf keine Kuhhaut. So. 5.3 Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität. Zweiter Absatz. Rhee und Waldman legten eine breit gefasste Definition von Antisozialität zugrunde, die auch die Items Aggression, antisoziale Handlung, Psychopathie sowie die zwei offiziellen Diagnosen Verhaltensstörung bei Kindern und Jugendlichen und antisoziale Persönlichkeitsstörung bei Erwachsenen einschloss. Insgesamt kommen sie in ihrer Meta-Analyse auf eine additive Erblichkeit von Punkt 3.2, eine non-additive Erblichkeit von Punkt 0.9, einen gemeinsamen Umwelteinfluss von Punkt 1.6 und schließlich einen getrennten Umwelteinfluss von Punkt 4.3. Und ihr, ich weiß leider, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Die Meta-Analyse ergab jedoch auch eine ganze Reihe von statistisch signifikanten Unterschieden in den Schätzungen der verschiedenen Typen von Antisozialität. Angewandter Untersuchungsinstrumente sowie Untersuchungstypen. Die Variable Kriminalität ergab mit Punkt 6.9 die höchste allgemeine Erblichkeit mit einer non-additiven Erblichkeit von Punkt 4.2. Kriminalität war die einzige Definition, die einen non-additiven genetischen Einfluss aufwies. Die Variable antisoziale Persönlichkeitsstörung mit Punkt 6.3, den geringsten genetischen Einfluss, antisoziales Verhalten wiederum mit Punkt 2.2, den stärksten Effekt gemeinsamer Umwelteinflüsse. Und spätestens hier erkennt man, dass da nur Scheiße steht. Es geht hier um Korrelation, muss man dazu sagen. Während die Variable Kriminalität hier keinerlei Effekt aufwies, die Diagnose antisoziale Persönlichkeitsstörung wies den höchsten Effekt getrennter Umwelteinflüsse Punkt 2.2 auf. Kriminalität den geringsten Punkt 2.5, eine Kombination aus Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter und antisoziale Persönlichkeitsstörung ermittelte am besten den durchschnittlichen Schätzwert in Klammern additiver genetischer Einfluss Punkt 4.4, gemeinsame Umwelteinflüsse Punkt 1.1, getrennte Umwelteinflüsse Punkt 4.5, Klammer zu. Damit endet der zweite Absatz und hier steht nur Scheiße drin. Tschüss.